Yo, meine Freunde, herzlich willkommen zum neuen Reaction-Video von mir. Und zwar hat mir ein Zuschauer ein Video zugeschickt, Cannabis-Legalisierung in Thailand, ein Fehler? Fragezeichen von Weltspiegel. Und er meinte, da gab es auch ein paar Unwahrheiten oder irgendwelche Sachen, die natürlich wieder übertrieben dargestellt wurden. Wie letztens in der Wissenswert-Doku, wo ich auf die Rentner reagiert habe. Aber ich habe das Video noch nicht angeschaut, ich habe aber die Kommentare ein bisschen durchgelesen, da war die Stimmung jetzt auch nicht wirklich positiv, was den Inhalt betrifft, die Übertreibung sozusagen natürlich wieder. Und deswegen, ich will gar nicht lang rumquatschen, ich würde sagen, wir ziehen uns das Video jetzt mal rein. Cannabis-Legalisierung in Thailand. Ohne Ende Cannabis. Überall in Thailand. Ja, das stimmt wirklich überall in Thailand. Also ich glaube, es gibt gefühlt genauso viele Cannabis-Shops wie 7-Eleven-Shops. Also wirklich vor allem in Touristengebieten an jeder Ecke. Wirklich an jeder Ecke. Man riecht es auch an jeder Ecke überall. Schon wirklich brutal. Vor allem in Bangkok total normal. Kaufen und kiffen, ein richtiger Touristenmagnet. Ich würde sagen, ist eigentlich eine super Sache. It's a good thing. I think it's fantastic. Aber manche sind total genervt. It sucks. Mit Cannabis kann man viel Geld verdienen. Das ist ein gutes Geschäft. Aber Ärzte. Ja, man kann viel Geld verdienen, wisst ihr auch warum. Die verlangen solche krassen Preise hier. Also das Mindeste, was du eigentlich immer bezahlst, in den normalen Weed-Shops, sagen wir so, in den Touristengebieten, wenn man sich nicht auskennt, da zahlst du 300 Baht für ein Gramm. Das sind 8 Euro ungefähr. Für billiges Zeug sozusagen, wenn du halt Premium-Zeug in Anführungsstrichen, ich erkläre euch gleich warum in Anführungsstrichen, zahlst du 5, 6, 700 Baht. Damals, als es erst legalisiert wurde, vor 2 Jahren, nee, da war ich noch nicht da, aber vor 1,5 Jahren, da gab es sogar auch noch Weed für 1000 Baht, 1200 Baht. Also das sind 30 Euro, Leute. Mittlerweile natürlich nicht, weil die Konkurrenz einfach so groß ist. Also sie müssen damit den Preis natürlich deutlich runtergehen. Aber 5, 6, 700 Baht sehe ich immer noch oft. Also das ist schon wirklich brutal. Das sind ja dann 15, 18, fast 20 Euro. Ich zum Beispiel, ich kaufe entweder direkt bei der Farm ein sozusagen oder bei irgendwelchen lokalen Dealern. Da zahle ich dann zwischen 40 für billiges Zeug sozusagen und 100, 120 Baht Maximum, aber für wirklich Premium-Zeug. Genau das ist dasselbe Zeug, was dann dort für 700 Baht verkauft wird. Also die Preise sind wirklich, wirklich brutal. Wenn man hier jetzt länger lebt, dann sollte man sich schon informieren, wo man einkauft, wo es günstige Möglichkeiten gibt. Aber ich finde die Preise für Cannabis für thailändische Verhältnisse sehr teuer. Sie sind alarmiert. Die Legalisierung hat Folgen. Der Anteil junger Konsumenten unter 20 Jahren ist gestiegen. Hier in der Khao Sun Road in Bangkok gibt es ohne Ende Cannabis-Shops. Viele Touris kommen zum Kiffen hierher, man riecht das auch überall. Aber die Regeln, wer genau was verkaufen darf und wo man das dann konsumieren kann, die werden überhaupt nicht richtig kontrolliert und darum gibt es Stress in Thailand. Das ist das, Leute, was ich vorhin gesagt habe, in Anführungsstrichen Premium-Zeug. Wie er es gerade angesprochen hat, dass es halt nicht reguliert ist, das ist das Problem. Und zwar, die können euch raufschreiben, was die wollen. THC-Gehalt, Name, Sorte etc., die schreiben darauf, was die wollen. Das ist eben das, weil es, also ich weiß nicht, was jetzt noch kommt, aber da hat er schon mal recht, dass es nicht so heftig kontrolliert wird, wie jetzt zum Beispiel in Europa oder in Deutschland. Was ist denn jetzt eigentlich in Deutschland bei uns? Es wurde doch im April legalisiert, aber gibt es bei uns schon Cannabis-Shops? Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Aber würde mich nicht wundern, wenn es noch 2 Jahre dauert bei uns, bis da mal was passiert. Aber bei uns halt in Deutschland oder allgemein in Europa ist es dann natürlich schon strenger kontrolliert, was verkauft wird und so. Die legendäre Khao Sun Road in Bangkok. Ein Touristenmagnet für Feierwütige aus der ganzen Welt. Viele sind auch wegen Weed hier. Cannabis gibt es an jeder Ecke. Bei den Urlaubern kommt das ziemlich gut an. Fantastisch, ist bei uns in Kalifornien auch legal. Großartig, dass sie es hier auch machen. Total okay für mich. Ich bin zwar nicht zum Kiffen hier und war erst geschockt, aber bei uns zu Hause... Ja, es wird jetzt keiner zum Kiffen nach Thailand kommen. Auch Gras überall, also ich bin da neutral. Die Leute geben viel Geld aus für Cannabis. Und zusammen mit dem Essen und der Musik, das passt doch super. Eine Cannabis-Kneipe direkt gegenüber. Der Barkeeper präsentiert uns sein Menü. Wir haben hier die Indica- und Sativa-Sorten mit unterschiedlichem THC-Gehalt. Das meine ich, Leute, glaubt's nicht, was da drauf steht. Die können raufschreiben, was die wollen, was ich da schon mal alles probiert habe. Also ich rauche ja auch, weiß nicht, habe ich das schon mal gesagt oder nicht. Aber ich habe auch oft schon mal bei verschiedenen Shops dasselbe Zeug gekauft, zwar komplett unterschiedlich. Also die schreiben darauf, was die wollen, die erfinden irgendwelche Sachen, wo ich mir definitiv sicher bin, dass das bei den meisten nicht reguliert ist.
und nicht so genau geguckt wird, was da wirklich verkauft wird. Je nachdem, wie stark die Wirkung sein soll. Einfach auswählen und genießen. Auch deutsche Gäste sind ganz angetan vom Sortiment. Auswahl und Beratung viel besser als zu Hause, wo man irgendeinen Stoff bei irgendeinem Dealer kauft. Man weiß halt nie, was man bekommt. Und ich gehe auch nicht an eine Bar und bestelle einmal Alkohol und bekomme irgendetwas serviert, sondern ich suche mir genau das aus, was ich möchte. Was viele hier in... Das ist es, Leute. Deswegen eine Legalisierung wie in Deutschland ist schon gut, weil du eben, wenn du es konsumieren willst und es nicht legal ist, dann konsumierst du es ja trotzdem. Also, wisst ihr was? Ich meine, es hindert ja keinen, es nicht zu konsumieren. Aber du weißt dann wenigstens, was du bekommst. Und das ist schon sehr wichtig, wie ich finde, und auch sehr gut in Deutschland. Da ist es dann wirklich gut, dass da hart durchgegriffen wird, sozusagen. Weil dann weißt du wirklich, du rauchst das, was draufsteht. Und hier rauchst du nicht immer das, was draufsteht. Wisst ihr was? Ich meine, vollen Zügen genießen ist nicht immer auch legal. Fertige Joints zum Beispiel dürfen Händler in Thailand eigentlich nicht verkaufen. Hä? Echt? So wenig Cannabiskuchen oder Haschkekse. Kiffen in der Öffentlichkeit eigentlich verboten. Getan wird all das trotzdem, weil keiner kontrolliert. Also okay, Kiffen in der Öffentlichkeit weiß ich, ist verboten, aber wie es gerade gesagt hat, Khao San, also da raucht jeder. Ich habe da auch schon geraucht, da sitzt auf der Bierbanker sozusagen, wo man halt mit den anderen da sitzt und trinkt. Da kannst du einfach rauchen, da sagt keiner was. Du kannst auch hier, je nachdem, wo du bist, natürlich, also schon klar, dass man jetzt nicht irgendwo in der Schule raucht oder in einem Park oder so, das ist schon klar, aber an jedem Touristen-Hotspot kannst du rauchen, da wird nie was gesagt, obwohl es eigentlich verboten ist. Aber das mit den fertigen Joints, das ist mir echt neu, das müsste ich jetzt echt mal googeln. Also das wäre mir jetzt echt neu, da muss ich jetzt echt mal schauen, das würde mich jetzt echt interessieren. In Thailand sind Cannabis-Gesetze ziemlich neu und haben sich in den letzten Jahren stark verändert, seit Juni, bla bla bla, entkriminalisiert. Bestimmten Mengen legal, allerdings gibt es noch viele Vorschriften. Fertige Joints oder vordosierte Cannabisprodukte sind nicht unbedingt überall legal verfügbar. Aha, das wusste ich nicht, weil Leute müssen wissen, ich glaube, Fertig-Joints sind wirklich das meistverkaufte Produkt in den Touristengebieten, weil ich meine, wenn du als Touri herkommst, hast du ja nicht wirklich Bock, dann noch einen zu bauen und so weiter zu drehen. Da kaufst du oft einen fertigen Joint, dass du dann ja gleich rauchen kannst. Aber das ist verboten, das eigentlich wusste ich nicht. Aber ja, ist halt Thailand. Das waren jetzt echt neu, Leute. Obwohl es überall natürlich immer verkauft wird, interessiert ja keiner. Sie regt sich darüber auf. Kitty Schopaka betreibt einen Shop im Szeneviertel zu Kumfit. Bei ihr gibt's Cannabis und Zubehör. Sie legt Wert auf gute Beratung. Was sind das für ein Bioladen, Alter? Ich will gar nicht wissen, was sie jetzt für Preise hat. Ich will nicht, dass es so weh tut beim Inhalieren. Kitty empfiehlt, ein paar Rosenblüten anstelle von Tabak in den Joint zu mischen, aber... Hä? Rosenblüten. Drehen darf sie den hier nicht. Darf ich nicht. Das ist illegal. Wir können das nicht konsumfertig verkaufen. Aber hier haben wir was. Vorgerollte Blättchen. Und was wir noch machen können, ist klein zu malen für dich. Und das tue ich einfach nur in den Tabak rein? Ich soll einfach keinen Tabak benutzen, dann kratzt es auch nicht. Keine gute Idee. Wenn du es überhaupt mixen willst, dann mit Kaffeeblüten oder mit Lavendel. Was für Kaffeeblüten und Lavendel? Was redet die Alte da? Was für Kaffeeblüten und Lavendel? Einfach pur rauchen, dann kratzt es auch nicht. Also, ich rauche schon ab und zu, ich bin jetzt kein Vollprofi, aber ich habe noch nie irgendwas von Lavendel oder Kaffeeblüten gehört, dass man da reintut. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so stimmt. Ich muss mal nachschauen. Eher ungewöhnlich, ja, aber es gibt einige, die das verschiedene Gründe tun. Aromen, Geschmäcker, okay. Weiß nicht, ob man das so richtig rausschmeckt. Geruch beeinflussen, Potenz und Wirkung, Zugabe von Kaffeeblüten oder Lavendel beeinflusst wahrscheinlich. Ja, passt schon. Nicht die Potenz Cannabis, kann jedoch die Wirkung verändern, insbesondere wenn diese Pflanzen beruhigende oder stimulierende Eigenschaften haben. Gesundheitlicher Aspekt beim Mischen von Kräuter und Cannabis sollte man vorsichtig sein, ja. Da das Rauchen von einigen Pflanzen möglicherweise gesundheitliche Risiken bringt. Also, keine Ahnung, was der Alte da labert. Also, einfach pur rauchen, wenn ihr schon raucht, Leute. Also, einfach pur rauchen. There's also lavender, maybe for like before bed. Wow. So like you don't have to use. Genau wegen Tabak tut es dann doch weh in der Kehle. Das ist der Grund, okay. So don't mix it. Ein Gramm kann hier schon mal umgerechnet stolze 18 Euro kosten. Boy, 18 Euro, ja, schon klar. Der Laden schaut ja aus wie so ein Bioladen, Anführungsstrichen. 18 Euro, also völlig übertrieben, Okay, sie bietet Beratung, die jetzt vielleicht andere nicht bieten, aber 18 Euro für ein Gramm Gras, welches
bestimmt nicht besser ist als das von den anderen Dealern irgendwo. Auch wir dürfen mal schnuppern in ihrem Sortiment. Zitronennoten und andere. Unterschiedliche THC-Gehalte. Was zum Schlafen gehen, was für morgens preist Kitty hier an, eher wachmachende oder entspannende Wirkungen. Die Hanfaktivistin hat die Regierung beraten bei der Legalisierung. Doch was dabei am Ende herausgekommen ist, damit ist sie unglücklich. Es nervt einfach. Ich fände es besser, wenn die wenigen Regeln, die wir haben, wenn die besser kontrolliert würden. Wir wissen doch, wie schlimm es ist, wenn da irgendwelche Zusatzstoffe drin sind, wenn Cannabis ohne richtige Tests verkauft wird. Das ist ja der Grund, warum es illegal ist, sowas zu verkaufen. Aber ohne die Shops zu kontrollieren, die so einen Stoff verkaufen, geraten Leute möglicherweise in Gefahr. Ja, da hat sie schon recht, Leute, das, was ich vorhin gesagt habe. Das wird halt nicht reguliert und die können halt reintun, was sie wollen. Das ist ja das Gute auch in Deutschland an der Legalisierung oder halt auch hier, dass es wirklich kontrolliert wird. Eigentlich soll es kontrolliert werden. Und dass du weißt, was du rauchst, dann irgendein Kräuterscheiß oder die strecken das mit keine Ahnung was. Also da verstehe ich sie schon ein bisschen. Aber keine Ahnung, trotzdem eine Abzockerin mit 18 Euro das Gramm. Possible danger. Wohin sowas langfristig führen kann? Zum Beispiel in den Drogenentzugstempel Wat Kam Trabok. 2 Autostunden nördlich der Hauptstadt. Über die Grenzen Thailands hinweg, auch als Kotztempel bekannt. Kann mir doch keiner erzählen, dass diese Leute wegen... Was habe ich jetzt schon gedrückt? Kann mir doch keiner erzählen, dass die Leute wegen Weed hier sind. Und nee. Kämpfen Abhängige ihre Sucht auf die harte Tour. In dieser Tempelanlage leben 150 schwerst Drogenabhängige, die versuchen, von ihrer Sucht loszukommen. Ach, doch nicht wegen Weed. Die haben doch bestimmt irgendwelche anderen Probleme. Also wegen dem harten Zeug sitzen die doch nicht wegen Weed. Kann mir doch keiner erzählen. Und zwar mit der Hilfe von buddhistischen Mönchen, mit viel Meditation und auch mit einem sogenannten Kotztrunk, der den Körper von innen reinigen soll. Mönche mixen einen ekelhaften Kräutertrunk. Ah, wie soll übrigens der Körper von innen gereinigt werden, wenn man dann kotzt? Die Patienten bekommen ihn einmal täglich. Und wenn sie ihn trinken, ist das so fies, dass sie sich übergeben müssen. Dass der Körper dabei von innen gereinigt wird, ergibt medizinisch nicht viel Sinn. Aber die Prozedur soll vor allem den Willen stärken. Seit Jahrzehnten kommen Menschen in den Therapietempel. Doch seit der Legalisierung von Cannabis in Thailand haben die Mönche etwas bemerkt. Die Zahl der Cannabis-Süchtigen ist seit der Legalisierung deutlich gestiegen. Vorher haben die meisten andere Drogen genommen, aber kein Cannabis. Jetzt, wo das frei verkäuflich ist, nehmen sie zum Beispiel Heroin und Cannabis oder Crystal Meth und Cannabis. Und wenn sie die Drogen kombiniert haben, dann ist es für uns viel schwieriger, sie hier erfolgreich zu behandeln. Konkrete Zahlen sammeln die Mönche im Drogentempel noch. Sie sind bislang nicht repräsentativ, aber der Eindruck verfestigt sich. Also das ist vollkommen übertrieben und wieder in die falsche Richtung gelenkt, wieder Gras komplett schlecht machen wollen. Bin immer gespannt, was noch kommt. Also ich bin jetzt nicht einer, der Gras gut redet, also das auf keinen Fall. Aber das ist für mich wirklich übertrieben. Die ganzen Leute, ich wette mit euch, kein einziger von den gezeigten Männern da drinnen sitzt dort wegen Weed. Sondern wie er gesagt hat, okay, wenn man es mischt mit Heroin, klar, aber dann ist der ausschlaggebende, die ausschlaggebende Droge, worum er da drin sitzt, dann Heroin und nicht Gras. Also das ist schon sehr übertrieben. Zurück in Bangkok. Hier haben Experten systematischer dokumentiert, was die Freigabe von Cannabis für Folgen hat. Rasmon Kalaisiri leitet die Psychiatrie im renommierten Uniklinikum der thailändischen Hauptstadt. Ihr Fazit nach einem Jahr Legalisierung in Thailand? Es probieren mehr Leute als vorher Cannabis aus, nehmen es also zum ersten Mal überhaupt. Und vor allem der Anteil junger Konsumenten unter 20 Jahren ist gestiegen, von knapp 1% auf fast 10%, deutlich mehr als vor der Legalisierung. Die Folgen sind hier die gleichen wie anderswo auf der Welt. Psychosen, Suchterkrankungen, Rückfälle. Die Ärztin sieht im Freizeitkonsum nur Nachteile. Von der Legalisierung für medizinische Zwecke ist sie dagegen überzeugt. Zum Beispiel beim Einsatz in der Schmerztherapie. Ja, also
Da merkt man es wieder, wie die es schlecht machen wollen. Also wie gesagt, ich rede das nicht gut. Und dass es medizinischen Vorteil hat, das wissen wir alle, ist auch bestätigt und alles ist auch gut. Freizeitkonsum muss jeder für sich selber entscheiden. Es ist, glaube ich, noch niemand deswegen gestorben. Klar, wenn du eine Überdosis hast, dann schläfst du halt ein oder musst dich halt vielleicht übergeben. Es gibt Personen, die haben auch Psychosen, das darf man nicht unterschätzen. Wie gesagt, ich rede das Zeug nicht gut. Ich rauche zwar selber ab und zu, aber ich rede es trotzdem nicht gut. Es gibt Leute, die haben Psychosen, die haben dann Probleme auch. Aber es wird halt alles natürlich jetzt immer so heftig übertrieben dargestellt. Ein Industriegebiet am Stadtrand und mittendrin eine Hanfplantage, hohe Hygienestandards, modernste Technik, klinisch sauber. Auf dieser Cannabis-Farm wachsen 1000 Pflanzen, verschiedene Sorten, sowohl für den medizinischen Gebrauch als auch für den privaten Konsum. Es ist ein richtig gutes Geschäft, aber die Betreiber finden, viele gesetzliche Regelungen sind immer noch unklar. Mehr als eine halbe Tonne Cannabis hat Firmenchef Ben Wong Vivat seit der Legalisierung schon produziert. Ich glaube, der Typ macht richtig gutes Geld mit dem Zeug. Er ist eigentlich Bauingenieur, hat sich ins Cannabis-Business reingefuchst. Auf seiner Farm wachsen rund 1000 Pflanzen unter Laborbedingungen mit konstantem Klima und der perfekten Nährwertmischung. Der Manager ist geradezu berauscht von den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die ihm die Legalisierung bietet. Wenn mein Unternehmen ausschließlich auf Cannabis zum Kiffen ausgerichtet wäre, dann hätte ich Probleme, denn das ist ein hartes Geschäft. Es kommt auch viel Gras aus dem Ausland auf den Markt. Aber ich konzentriere mich auf Cannabis für den medizinischen Gebrauch und das ist ein gutes Geschäft. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Doch insgesamt haben sich in Thailand viele wirtschaftliche Hoffnungen in Rauch aufgelöst. Auch Kitty Chopaka sieht die Zukunft nicht so rosig. Dabei verkauft sie täglich mit Leidenschaft. Im politisch turbulenten Thailand ist mittlerweile sogar wieder ein Verbot des Freizeitkonsums in der Diskussion. Kitty ist dagegen überzeugt, grundsätzlich ist die Legalisierung der richtige Weg. Es muss doch klar sein, dass nicht jede Antwort ein Nein sein kann. Wenn jemand sich für Cannabis entscheidet, ist es da nicht besser, wenn ich den Leuten das richtige Wissen mitgebe? So muss ich das nehmen, so kann ich mich dabei kontrollieren, das ist die richtige Menge und die Zubereitung. Wie vermeide ich Überdosierung? Das ist doch viel besser, als einfach nur zu sagen, nein, das ist schlecht. Eine hitzige Debatte auch in Thailand. Für alle, die sich gerne eine Bong in Bangkok. Also die Frau, die Abzockerin sozusagen, die hat schon recht, was sie sagt. Also klar, du musst den Leuten, also du solltest den Leuten natürlich auch mal Wissen auch vermitteln, wie du es zu dir nimmst, wie, wo, was, wann und so weiter. Und was sie gesagt hat, oder wer hat es davor gesagt, der Reporter, glaube ich, oder wegen den Verboten, das ist gefühlt zweimal im Monat gibt es Nachrichten, dass sie es wieder verbieten wollen, wieder nur für den medizinischen Gebrauch. Können die in meinen Augen fast gar nicht mehr umsetzen. Schaut mal, wie viele Weedshops es draußen gibt, wie viele Existenzen die dann wieder zerstören. Die sind gefühlt zweimal im Monat in Gesprächen, zweimal im Monat kommen gefühlt Nachrichten darüber. Ich weiß es, glaube ich, gar nicht. Stand jetzt ist es immer noch nicht verboten, einfach ganz normal legal. Ich glaube auch wirklich, wenn das jetzt wieder verboten sein sollte, dass man das trotzdem immer noch ganz normal kaufen kann. Ja, also sie hat da schon recht. Sie hat da schon recht, was sie sagt. Ist aber trotzdem eine Abzockerin. Nur zu sagen, nein, das ist schlecht. Rather than just go, no, it's bad. Eine hitzige Debatte auch in Thailand. Für alle, die sich gerne eine Bong in Bangkok genehmigen, sind die Verhältnisse geradezu paradiesisch. Bei Medizinern, Juristen und besorgten Eltern ist dagegen Katerstimmung angesagt. Also Bong habe ich noch nie geraucht, will ich auch ehrlich gesagt nicht probieren. Ich weiß jetzt, was der Zuschauer gemeint hat, der mir das geschickt hat unter den Kommentaren. Das ist natürlich wieder so hingedreht und dass Cannabis übel schlecht geredet wird natürlich. Ich will Cannabis nicht gut reden, Leute. Ich rauche zwar ab und zu, ich will es natürlich nicht gut reden. Es gibt Leute, die sind abhängig davon. Es gibt Leute, die kriegen irgendwelche Psychosen davon, die geben ihr ganzes Geld aus für sowas. Also wirklich, es ist halt trotzdem eine Droge, genauso wie Alkohol. Es gibt Leute, die, ich will jetzt nicht Alkohol und Gras vergleichen, also da will ich gar nicht damit anfangen. Jeder muss selber wissen, was er macht. Jeder sollte sich davor auch informieren, was er macht. Und ob jetzt jemand raucht oder dann Alkohol trinkt, das ist jedem selbst überlassen, finde ich. Also meine Meinung. Wenn jemand Bock hat zu kiffen, dann soll er kiffen. Man muss sich mit den Risiken natürlich auseinandersetzen. Das darf man nicht verharmlosen, Leute. Das ist wichtig. Aber ich finde die Dokus natürlich sehr übertrieben, vor allem mit dem Tempel. Also wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von den Männern, wo waren das?
dass irgendeiner von den Männern hier wegen Weed einsitzt. Also da müssen irgendwelche härteren Drogen im Spiel sein, aber wird natürlich hier gezeigt, um das natürlich schlimm darzustellen, genauso wie mit der Ärztin hier. Es wird natürlich schlimmer dargestellt, als es ist. Das mit den gesetzlichen Bestimmungen und die Regeln, das da finde ich, haben die recht natürlich, dass es stärker kontrolliert werden soll, dass man wirklich weiß, was du kaufst und dass es auch wirklich übereinstimmt, nur weil es da steht, 23% THC. Keine Ahnung, wie viele Fällen davon das wirklich übereinstimmt. Ich glaube, vielleicht in einen von 10 Fällen oder so, in einem von 10 Shops stimmt das vielleicht. Wisst ihr, was ich meine? Das sollten die schon ändern, härter durchgreifen. Genau, schreibt mir gerne die Kommentare, was ihr dazu sagt, was eure Meinung dazu ist. Lasst mir ein Abo bitte da, liked das Video und bis zum nächsten Mal.